Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und egal wo du uns gerade hörst, wir werden eine spannende Stunde hier für dich vorbereiten und ich habe heute einen Mann, ich kann ihn schon sehen, wenn du es jetzt bei YouTube siehst, kannst du ihn auch sehen und der ein oder andere wird denken, ah, irgendwoher kenne ich den, wer ist das nochmal? Und dann, wenn du ein bisschen googelst, wirst du dann sehen, er ist ein großer Fernsehstar. Tobi. Und wir kommen gleich zu einem Satz, den er gesagt hat, aber erst möchte ich euch ihn vorstellen. Ich bin großer Fan von ihm. Wir waren schon auf verschiedenen Veranstaltungen zusammen und ich bin deshalb so froh, dass es heute endlich geklappt hat hier mit dem gemeinsamen Interview. Rolf Schwiel ist TV-Psychologe, Speaker und Bestseller-Autor des Buches Senkrechtstarter. Er wurde für den Querdenker Award 2013 nominiert und Speaker of the Year 2015. Er ist dreifacher Sieger beim ersten deutschen Speaker Slam 2015 von der Goethe-Universität. Ich werde bekloppt, da habe ich studiert an der Goethe-Universität. Da haben wir schon die nächste Gemeinsamkeit. Als Radio- und Fernsehpsychologe war er unter anderem für ARD, Sat.1, ProSieben, WDR und ZDF im Einsatz. Und er war Experte und Co-Moderator der TV-Show So tickt der Mensch in Sat.1. Und die Sendung, da hat unter anderem meine Frau Rita dich gesehen, weil ich ihr ein gemeinsames Bild von uns gezeigt habe. Und du sagst auf deinen Veranstaltungen immer... Diese Sendung? Ja, ich sage immer, diese Sendung war ein Straßenfeger, die nach 3 Folgen abgesetzt wurde. Und das war also, die es geguckt haben, haben es geliebt, aber es waren halt zu wenige, wie das im Fernsehen manchmal so ist. Ja, ich mag deine Selbstironie. Fangen wir da mal direkt an. Für dich als Psychologe, was hat das mit dir gemacht, dass das eingestellt wurde? Und wie bist du damit emotional direkt umgegangen? Weil ich glaube, ich stelle mir nur mal vor, du hast ja eine jahrelange Karriere auch als Speaker hinter dir, als Psychologe. Jetzt kommt so diese Chance, Fernsehen, was ja immer noch was Großes ist, und dann wird es abgesetzt. Wie bist du damit umgegangen? Alkohol? Nein, also ich habe... Nein, es ist ja so, viele Dinge sind ja keine Überraschung, wenn sie Realität werden. Das heißt, als wir die Sendung produziert haben, als wir sie entwickelt haben, dachte ich, das ist Fernsehpreis, da wird es ganz viele Staffeln von geben. Als dann die erste Folge Fernsehpreis? Natürlich. Ja, mindestens. Also da sind natürlich auch meine Fantasien und Visionen sehr groß gewesen. Aber als es dann ausgestrahlt wurde, konnte man relativ schnell sehen, dass der Sender etwas daraus gemacht hat, was versucht hat, Everybody's Darling zu sein. Das heißt, die Grundidee der Sendung wurde ad absurdum geführt. Es war keine Wissenschaftsshow mehr, sondern es war von allem etwas. Und wenn du es jedem recht machen willst, kann es nicht funktionieren. Hm. Und dieses universelle Gesetz wurde auch mit dieser Sendung bestätigt. Hm. Okay. Und das hat bei mir natürlich, als das klar wurde, es, um auf die Frage endlich zu antworten, hat natürlich mich extrem traurig gemacht, auch zurückgeworfen. Und ich habe auch ungefähr so 4 Wochen gebraucht, um das wirklich zu verdauen. Echt? Ja, willst du eine ehrliche Antwort? Ja, ja. Und weil es natürlich auch an der Eitelkeit kratzt, was hätte ich anders machen müssen und sonst was. Aber dann habe ich einfach erlebt, das Beste, wie man in vielen Dingen des Lebens, du musst das Beste aus dieser Chance machen. Mhm. Und dann habe ich für mich Strategien entwickelt, wie ich davon profitieren konnte. Und das funktioniert im Nachhall immer noch sehr, sehr gut. Okay. Und danach kamen ja auch viele andere Formate. Sat.1 arbeitet ja sehr intensiv mit mir zusammen, bin was fast wöchentlich in deren Nachrichten oder Report, wie nennt man das, Boulevardkram da zu sehen. Und deshalb bin ich immer noch sehr glücklich, dass es geklappt hat. Erkennen dich Leute auf der Straße? Sagen die, das ist der Fernsehpsychologe? Es gibt unterschiedliche Situationen. Immer schön ist, wenn man in der Sauna erkannt wird. Das ist dann der Moment, wo man denkt, oh mein Gott, warum mache ich das Ganze? Eine der Lieblingssituationen, wenn man am Dortmunder Hauptbahnhof, als die Sendung gerade lief, dann kam jemand auf mich zu und sagte, ich kenne Sie doch. Und ich sagte, ja, wahrscheinlich kennen Sie aus Fernsehen. Ja, 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 wer sind Sie nochmal? Und dann sagte, ja, ich bin Rolf Schmiel, der Fernsehpsychologe. Sagte er, nee, den kenne ich nicht, drehte sich weg und ging. Und deshalb, also die Dichte des Erkennens ist bedingt, aber es kommt durchaus vor. Und gerade jetzt bei großen Veranstaltungen, ich mache ja viel jetzt Keynotes, wo mehr als, sagen wir, 500 Leute im Saal sind, da hast du natürlich bei einem Format, wo ich unterwegs bin, Frühstücksfernsehen, was so die quotenstärkste Sendung bei Sat.1 ist, mit teilweise 20% Einschaltquote, erkenne ich natürlich Menschen wieder. Hm. Aber es ist nicht belästigend. Ne? Und es ist ja auch immer noch ein Medium. Also wir reden ja immer von sozialen Medien, die ja ganz, ganz stark wachsen. Aber, das habe ich auch gerade gelesen, weil wir gerade ein Gespräch haben mit dem Sat.1 Frühstücksfernsehen, das wird immer noch von echt Millionen geguckt. Ne? Das ist... Ja, das ist, also es ist...
Also gerade seit eins Frühstücksfernsehen, um damit eine Lanze für zu brechen. Ja. Es ist morgens, also teilweise, wenn ich einen Beitrag habe, der sehr gut eingeschaltet wird, guckt gerade jeder Dritte tatsächlich, der morgens Fernsehen guckt, im Alter zwischen 14 und 49, sieht mich dann. Man muss sich mal fragen, wer guckt um die Zeit Fernsehen? Das ist ja ein anderes Thema. Aber tatsächlich hat Fernsehen eine gewisse Wertigkeit in einer Zielgruppe, die man mit Social Media so noch nicht erreichen kann. Mhm. Anders ja, aber ja. In der Wertigkeit ist es eben noch was anderes, wenn du sagen kannst, ich mache regelmäßig Fernsehen, als ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal. Und was natürlich jetzt immer passiert, und dieses Feedback bekomme ich auch auf den Podcast, ne, ist ja klar, ne, der Mann ist im Fernsehen, der sieht gut aus, schau dir den mal an. Klar, dass bei dem alles so toll läuft. Ich möchte gerne einmal die Rückwärtstaste drücken bei dir, wie du da hingekommen bist. Weil wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen, du bist Keynote-Speaker und ich weiß ja, weil ich ja selber diesen Job mache, was das bedeutet, was das für eine Verantwortung ist. Aber eben auch, was Unternehmen bereit sind, da im Energieaustausch dafür zu bezahlen. Und das ermöglicht dir einen schönen Lebensstil. Und vielleicht kannst du den Satz im Vorgespräch nochmal kurz wiederholen. Es ermöglicht dir auch einfach zu Hause zu sein und dich dort zu kümmern, ne? Ja, genau. Das ist so, also mein Ziel in einer bestimmten Lebensphase war es nicht absolute Gewinnmaximierung, sondern ich lebe heute ein Leben, was immer zusammenfassen lässt in dem schönen Claim. Ich habe einen Halbtagsjob mit einem Chefarztgehalt. Mhm. Und das trifft auch wirklich so ziemlich relativ genau zu, weil das ist so mein Lebensschicksal. In meiner Familie gibt es da mehrere intensive Krankheitsfälle von Demenz bis Depression. Und es ist einfach erforderlich, dass ich viel daheim bin. Und da ich eine bestimmte Anzahl an Tagen nicht, ich mache nicht mehr als 80 Arbeitstage im Jahr. 80? Mehr, 80, ja, mehr mache ich nicht. Und ja, aber je nachdem, wie hoch der Honorarsatz ist, dann kommst du trotzdem ganz gut zurecht. Ja. Und da ich Gott sei Dank ein sehr kleines System habe, also einen extrem geringen Kostenapparat, ist das, was überbleibt, für mich sehr attraktiv und kann mir davon einen Lebensstil gönnen, der angemessen oder der mir Spaß macht, um das mal verstanden. So zu sagen. Ist sowas jetzt heute, so ein Podcast-Interview, ist das ein Arbeitstag? Gehört das zu einem Tag, wo dann verschiedene Sachen passieren? Oder dadurch, also ja. Arbeitstage sind eher dann definiert, wenn ich komplett aus der Familie rausgerissen bin. Mhm. Also bevor ich jetzt hier einen Podcast angemacht habe, war ich gerade mit dem Hund raus, davor habe ich mit meinem Sohn gespielt, davor habe ich Mittag gekocht und was gab's? Es gab Nudeln, gab es natürlich wie so häufig, weil es schnell gehen musste, weil der Tobi-Podcast ansteht. Aber ich gebe mir schon da Mühe und investiere da schon Zeit rein. Okay. Und das ist so eine Sache, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt kein Arbeitstag im Sinne von weg sein. Mhm. Aber die 80 Tage sind die Medientermine, also die TV-Aufzeichnung oder die Vorträge, die ich im Jahr mache. Mhm. Und das heißt, wenn ich weg bin, bin ich weg. Das war bestimmt ja ein Weg, dahin zu kommen, sich das auch in Anführungsstrichen leisten zu können. Also A, der Experte in einer Nische zu werden, B, auch als Keynote-Speaker gebucht zu werden. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich stelle mich hin, rufe laut, ich bin jetzt Keynote-Speaker und die Kunden kommen. Ne? Das wäre schön. Also glauben viele, dass es so sei, ne? Ja, es glauben viele, dass so ist. Ja, ja. So ist es ja nicht. Deshalb würde ich gerne einmal in deinen Weg gehen. Erstmal, das haben wir jetzt schon alle mitbekommen, du bist Psychologe, hast Psychologie studiert. War das schon eine Tendenz, die in der Schule absehbar war? Hattest du schon immer Interesse daran? Oder wie kam es überhaupt dazu? Da es ja ein ganz persönlicher Podcast sein soll, gebe ich jetzt mal einen tieferen Einblick in mein kleines Leben. Also ich komme aus einer sehr strengen christlichen Erziehung. Also mein Vater war Laienprediger, war sehr aktiv dort unterwegs. Und ich hatte ein Hobby, was er nicht so cool fand, weil es mit dem ja freikristlichen Denken sich so nicht übereinstimmt. Ich wollte unbedingt Profi-Zauberkünstler werden. Mhm. Übrigens ganz viele Kollegen, die als Speaker unterwegs sind. Ja, das ist lustig. Einige, wo wir drüber nachdenken. Ich könnte jetzt mindestens 5 auf Anhieb erzählen, die man so kennt. Mal wegen Christian Galvis. Alexander Hartmann. Also ganz, ganz viel. Mhm. Und er hat dann gesagt, okay, wenn du diesen komischen Beruf ergreifen willst, also Profi-Zauberkünstler, bitte tu mir einen Gefallen, mach trotzdem, schließ ein Studium ab. Mhm. Und da war natürlich Psychologie ein Studium, was meinen grundsätzlichen Themen oder Lebensinteressen sehr nahe war. Und das habe ich dann gemacht, habe es schnell durchgezogen, habe dann 2-3 Jahre wirklich von der Profi-Zauberei gelebt, also auf Messen und Varietés. Und dann wurde ich. Dass du das Studium jetzt so mit einem Satz, eigentlich wollte ich ja Zauberer werden, ich habe ja selber auch Psychologie studiert, das ist ja jetzt nicht mal, also A hat es ja wahrscheinlich dann wenig wirklich mit der Zauberei zu tun, sondern viel eben mit Statistik und dann Psychosen, Neurosen oder was man dann auch immer lernen möchte. Ist dir das leicht gefallen, das Studium?
Also auch schon, ich war immer extrem effizienzorientiert. Also was die einzige Begabung, die ist so eine Inselbegabung, wenn ich mich konzentriere, konzentriere ich mich. Mhm. Das heißt also, es gibt ja andere Leute, die lernen im Studium durchschnittlich 10 Stunden am Tag gelernt. In normalen Phasen waren es auch, ich habe mich von meinen 4 Stunden irgendwie nie verabschiedet, spüre ich gerade. In normalen Phasen habe ich 2 Stunden vormittags gelernt, 2 Stunden nachmittags und in der Hochphase 6 Stunden am Tag und mehr nicht. 80 Stunden im Jahr. Ja, es finden sich Muster. So, und aber diese Konzentration, das ist irgendwie mein Glück, wenn ich mich auf was konzentriere, dann funktioniert es. Mhm. So, und also jetzt, Studium hat Spaß gemacht, weil, ja, das klingt jetzt, in den heutigen Zeiten kann man das so gar nicht mehr formulieren. Ich würde es mal so sagen, im Ingenieurstudium, die sind sehr männerlastig. Mhm. Psychologiestudiengang war eine hohe Lebensfreude. Also man hat viele Menschen getroffen, mit denen man sich gut verstanden hat. Man hat sehr viel Spaß gehabt. Wir haben tolle Lerngruppen gehabt. Und das war für mich nicht eine Zeit, die ich als belastend erlebt habe, sondern Studium. Also Leichtigkeit. Hab da Party gemacht und mich auch von zu Hause losgeschwommen. Das heißt, bin von zu Hause ausgezogen, habe meine erste eigene Wohnung gehabt und ganz viele erste persönliche Erfahrungen in intensiver Art und Weise. Und das tat gut. Und deshalb ist das jetzt nicht so etwas, wo ich sage, ich war in 5 Jahren damit durch und ist gut. Du hast ja, was ich noch spannend finde, du hast vorhin gesagt, deine Erziehung war eher christlich streng, dein Vater sogar Prediger. Und im Studium kommen dann ja auch solche Dinge, dass wir ein Zentrum für Glauben im Kopf haben und so. Wie hast du das dann für dich erklärt? Oder wie viel von dem Christentum hast du jetzt für dich dann mitgenommen? Also erst einmal in der Zeit war ich natürlich aufgrund einer sehr intensiven, auch positiven Beziehung zu meinen Eltern. Also sie waren in manchen Dingen sehr speziell, wie alle Eltern, und in manchen Dingen auch sehr liebevoll und sehr nah. Das haben wir immer einen guten Austausch. Und das Tolle ist, und das kann ich bei jedem einfach nur empfehlen, mein Vater hat immer vorgelebt, was er gefordert hat. Mhm. Also er war jemand, der Nächstenliebe in einer aktiven Intensität gelebt hat, die wirklich vorbildlich war. Er war für uns als Kinder da. Und deshalb war Christsein nicht ein theologisches Konzept, sondern ein moralisch-emotionales Konzept. Und das hat mir bis heute geholfen. Also meine spirituelle Prägung ist immer noch christlich und bin auch überzeugter Christ, weil einfach ganz viele Impulse, wenn sie nicht von da, die nicht von der Kirche versaut wurden, haben einen unglaublich hohen Wert, eine große Kraft. Und die haben mir auch in verzweifelten Lebensphasen wirklich Stütze und Orientierung gegeben. So schön, dass du das sagst, dass das wichtiger für dich ist als eine Konstitution Kirche, ne? Sondern eben das, was heißt das für die Familie? Du hast ein sehr schönes Kompliment gerade deinem Vater gegeben. Ja, ne? Der war immer war ein toller Typ. Nein, auch bei ihm war es einfach so, er war schwer krank auch. Also es zieht sich auch da wie ein roter Faden. Also er war Flüchtlingskind, war geflohen aus damaligen Deutschland, heute Polen, ist dort schon sehr schwer krank geworden und hat dann immer hohe Herzprobleme gehabt und war früh krebskrank. Hat über 15 Jahre mit seiner Krebskrankheit gekämpft. Aber und das war so vorbildlich, seine religiöse Überzeugung hat ihm wirklich dabei geholfen, eine hohe Lebensqualität zu haben. Und wenn man das so sieht, wenn man sieht, dass eine spirituelle Überzeugung Menschen wirklich hilft, ein besseres Leben auch unter belastenden Situationen zu führen, dann war das nicht etwas, wo ich in Konflikt zustand, sondern merkte, Lebenskonzept, was hilft. Verstanden. Wie erklärst du das als Psychologe, dass jemand, der so eine Verbindung hat zu etwas anders mit einer Krankheit um, wenn wir da mal dabei bleiben, weil hier gibt es auch Leute, die zuhören, die sind schwer krank oder im Umfeld gibt es Menschen, die werden sehr krank. Siehst du da als Psychologe einen Unterschied zwischen Atheisten, die sagen, naja, alles Blödsinn, ich bin halt jetzt krank, ich gehe zum Arzt, und jetzt in dem Fall dein Vater oder viele andere, die sagen, nein, da ist noch mehr und mein Geist hat da noch eine Aufgabe hier auch mit dieser Krankheit. Also auch da finde ich es immer sehr, sehr wichtig, wenn man es irgendwie, mir geht es nie um Aufkleber, was steht da so drauf, also ob das Christ oder welche Konfession oder Buddhist, sondern mir geht es immer darum, welche durchdrungene Haltung ist wirklich da. Das heißt also, ist jemand wirklich überzeugter Christ in all dem, was dazugehört, oder nennt er sich nur so? Aber ich bin davon überzeugt, wenn Menschen, das, was alle spirituellen Konzepte zusammen haben, die Fähigkeit haben, loszulassen und aus diesem Wer hat Schuld an diesem Ding-Konzept sich völlig frei machen. Also mein Vater sagte immer, er stirbt nicht an den Händen der Ärzte, sondern es ist der Wille Gottes, wann er geht.
Und wenn du dieses sich frei machen in dieser tiefen Ehrlichkeit besitzt, kannst du anders mit Krankheiten umgehen. Das kann aber auch jemanden möglicherweise leisten, der Atheist ist. Mhm. Ich finde, der christliche Glaube macht es einem dabei leichter. Mhm. Verstanden. Ja, ich finde es deshalb spannend, weil du ja als Psychologe da auch wirklich Muster dann erkennst bei Leuten, ne? Wie die selber auch mit sich reden dann in Situationen. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast vorhin so gesagt, ich habe ein Studium gemacht, aber ja, Zauberkünstler. Und ja. Hol uns da mal rein. Also okay, also ich war mit 26, glaube ich, hatte ich mein Studium fertig. Und dann konnte ich meinen großen Traum leben und war Profi-Zauberkünstler, was ich schon parallel zum Studium gemacht habe. Und habe schon parallel zum Studium relativ gutes Geld verdient. Und weil es verjährt ist, kann man es auch sagen, das, was ich da so an Honorar bekommen habe, habe ich so direkt eingesteckt. Ja. Und das führte zu einem unglaublich tollen Lebensgefühl, weil ich immer relativ schöne Bargeldsummen besaß, weil ich auf Kindergeburtstagen, Silberhochzeiten und sonst was aufgetreten bin. Und dann bist immer noch so dabei, es scheint dir eine Menge Spaß gebracht zu haben auch, ne? Ja, das, mein Leben ist also, ich bin mit mir selber glücklich. Mhm. Und dann kam die Entscheidung, das professionell zu machen. Und das ist eben das sogenannte Profikalkül. Es ist was anderes, wenn du Cash in die Tasche auftrittst, oder aber davon deine Krankenversicherung, deine Altersversorgung, all den ganzen echten ernstzunehmenden Marketingaufwand, um ein Stück weiterzukommen, zu bezahlen. Und dann wurde es halt spannend, weil es nicht auf Anhieb funktionierte. Und für diese erste schwere Phase in meinem Leben bin ich dankbar, weil dann habe ich mich angefangen, mit Selbstvermarktung zu beschäftigen. Okay. Wie muss ich meine Dienstleistung nach außen darstellen, dass andere Bock haben, sie zu buchen, auch wenn man nur Zauberkünstler ist. Und das hat dann tatsächlich schnell und gut funktioniert, so dass ich dann plötzlich bei vielen honorigen Events und vielen und bei Messen unterwegs war. Und dann wurde ich unter anderem von welchen der Hebel hast du denn gesetzt? Also für die, welchen Hebel hast du gesetzt von der Zeit, wo es nicht funktioniert hat, zu dem Punkt, jetzt funktioniert? Also da ich immer so, also mein WhatsApp-Profil heißt ja All In. Das heißt also, ich bin ja ohne wirtschaftlichen Mittel gestartet. Das heißt also, meine Eltern konnten mir kein Geld geben, keine Bank hat mir Geld gegeben, weil ich keine Rücklagen hatte. Mein Vater war schwer krank, konnte mir nichts geben. Das heißt also, es musste relativ schnell funktionieren, weil ich sonst kein Geld mehr gehabt hätte. Und ich glaube, innerhalb von 4 Monaten hatte ich den ersten Hebel umgelegt gehabt, der dann die ersten messbaren Effekte herbeigeführt hat. Mhm. Und damals mit 26 eine kleine Wohnung gehabt, kaum noch ganz, ganz geringe Kosten. Wenn du dann irgendwie 1500 netto hattest, war schon wieder okay. Ja. Und dann kommt man sagen, nach zwei, drei Jahre intensives Marketing, sehr strukturiert, klar eine Linie verfolgt, hat es dann funktioniert und dann war ich viel auf Messen unterwegs. Dann schon größere Bühne, ja? Große Bühnen, CeBIT war damals Moderation und Entertainment und dann wurde ich von der Wirt-Gruppe unter anderem entdeckt. Kenne ich, und ja. Und die war ich als Trainer dann tätig, als freier Trainer. Wie kam es vom Zauberer zum freien Trainer? Also die fanden mich so toll. Um es ganz uneitel zu sagen. Nein, also es war so, hatte ich eine Nummer, wo ich, so wie Gedächtnistraining, also ich konnte es mir irgendwelche Begriffe zuwerfen und ich habe den Sekunden auswendig gelernt und ganz viele andere Mentalleistungen erbracht. Und die wollten das für ihren Vertrieb haben. Dass die nicht mehr in ihren Unterlagen blättern mussten, sondern das gesamte Wissen so auf Knopfdruck abrufen konnten. Okay, charmant. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ja, und dann habe ich aber deren Versuche und Angebote immer widersprochen. Nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und umso weniger ich mein Interesse zeigte, umso mehr hatten die Bock darauf, mich zu buchen. Auch immer so im Leben, ne? So, egal in welchem Lebensbereich, wenn du sagst, nee, ist nicht so meins, dann wird's leichter. Ja, und dann habe ich irgendwann eine Fantasiesumme aufgeschrieben, die ich haben möchte für dieses Projekt. Und damals war ich noch anders drauf, damals stand ich noch extrem auf Autos. Ich hatte so einen Jaguar XJ in Vollausstattung gesehen, der kostete damals, glaube ich, 120.000 Euro. Mhm. Und die Summe hatte ich so notiert. Und zu 100% sind sie nicht darauf eingestiegen, aber zum Großteil, und das war ein Wahnsinnssprung nach vorne. Das war toll, war eine tolle Zeit. Und dann gab es den schlimmsten Fehler meines Lebens. Ich habe mich in meine eigene Imagebroschüre verliebt. Das habe ich letztlich schon mal gehört. Mhm. Ja.
Und also nicht, dass dir das passiert ist, sondern was das macht, ja. Ja, ja. Und dann bin ich wirklich, habe ich ein völlig überdimensioniertes Büro gehabt, bin halt nur noch Luxusautos gefahren, habe mir die Klamotten maßschneidern lassen, habe auch Geld investiert, muss man sagen, aber auch sehr risikofreudig. Mhm. So, und dann kam, wie es bei Krisen ist, alles zusammen. Das Unternehmen, mit dem ich intensiv zusammenarbeitete, war eigentlich zufrieden, aber da gab es einen Change im Management und es gab einen anderen Trainer-Typ, der dann diese Aufgabe übernahm. Das brach weg und das Geld, was ich investiert hatte, hatte ich verzockt. Und dann kam irgendwann das Finanzamt und hat nochmal so eine Prüfung aus den Jahren davor gemacht und hat festgestellt, dass ich da eine gewisse Leichtfüßigkeit hatte in den jungen Jahren. Mhm. Und dann wurde es irgendwann spannend, weil ich feststellen musste, dass man auf Fliesen von Gucci in dem Badezimmer keinen Kredit bekommt. Das heißt, ich habe das ganze Geld rausgeschleudert, verprasst ohne Ende. Und dann kam halt das Finanzamt mit einer höheren sechsstelligen Summe an, die sie wiederhaben wollten. Ja. Krass. Und die hatte ich nicht. Die hattest du wahrscheinlich nicht in dem Moment. Nee. Das einzig Positive war, dass ich nebenbei noch in eine ernstzunehmende Altersversorgung reingespart habe und darauf basierend und mit der Hilfe meines Schwiegervaters es dann einen Kredit gab, der dann die Situation auffangen konnte. Ansonsten. Aber um nur mal zusammenzufassen, du hast einen Kredit dann aufgenommen, um die Steuerlast zu bezahlen. Ja, um die. Ja, das ist schön blöd. Aber mir geht es ja darum, den Menschen, die zuhören, klarzumachen, wenn jetzt irgendwie jemand auf der Bühne steht und irgendwie in die Kamera lächelt oder so, ganz viel Gelassenheit entsteht daraus, dass man viel Schmerz, Rückschläge erlebt und dann aber auch gemeistert hat. Hm. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Weil ich glaube, das ist ja einer dieser Gabel- und Wendepunkte, ne? Weil viele, und das kannst du als Psychologe jetzt schon wieder besser erklären, viele geben dann sich und das Leben an so einem Moment auch auf. Und das sind dann wiederum die, die dann beim Nachmittags-TV landen, die du dann beschreibst, wenn ich es mal so hart ausdrücke. Alles passt schon. Wie immer im Leben entstehen maximale Krisen unter ja komplett ungünstigen Situationen. Also es war so, als ich wusste, dass meine Firma am Ende ist, starb gleichzeitig noch mein Vater, der so eine starke moralische Stütze war. Sein Krebsleiden hat ihn dann doch irgendwann, beziehungsweise hat zum Schluss einen Herzinfarkt, auf jeden Fall war er dann viel zu früh verstorben. So gleichzeitig in einer ähnlichen, im ähnlichen Zeitraum? Genau, in der Phase, als die Firma wirklich kurz vor Pleite stand, starb auch noch mein Vater. Meiner Frau ging es davor leider nicht sehr gut aus verschiedensten Gründen. Das war alles auch schon belastend. Als dann gar nichts mehr ging, als ich gar nicht mehr richtig rauskam, sagte dann auch meine Frau, Rolf, du kannst dich freuen. Wir werden Eltern. Und da war ich natürlich völlig fertig, weil ich überhaupt nicht dieser Verantwortung gerecht werden konnte. Und das war so ein Moment, da habe ich für mich das Buch, ich habe es im Nachhinein noch mal zweimal gelesen, hat es mich überhaupt nicht mehr gepackt, Fuck It entdeckt. Das ist ein Buch, das heißt irgendwie, das ist von einem Zen-Buddhisten, der die Grundideen des Buddhismus in eine sehr vereinfachte Formel zusammenfasst. Also es geht um Loslassen können und der fasst in dem weniger charmanten, aber hochprovokativen Ansatz von Fuck It zusammen. Und auch dort war mir klar, ich bin nicht meine Fehler. Das heißt also, ich konnte mich innerlich von dem trennen, was ich falsch gemacht habe, habe aber Verantwortung für meine Fehler übernommen. Das heißt, ich habe gesagt, für mich war, wirtschaftlich war es wahrscheinlich eine Fehlentscheidung, nicht in die Insolvenz zu gehen. Aber ich habe gesagt, ich habe den Karren in den Dreck gefahren. Die Option hätte es gegeben, ja? Ja, natürlich. Also bei der Summe, die anstand, hätte man durchaus da entsprechend diesen Schritt gehen können. Aber es war für mich klar, ich hatte auch Angst, wenn ich den Schritt gehe, dass ich dann meine Selbstständigkeit komplett aufgeben müsste und vieles andere mehr. Und ja, und dann kommen wir zu dem Part, der im Leben immer das Wichtigste ist. Was für ein Netzwerk von Menschen hast du um dich herum? Wenn es dir richtig bitter geht, wer ist dann für dich da? Ja. Und das sind teilweise andere, als man denkt, oder? Immer. Es ist immer da, wo man denkt, die Hilfe kommt her, kommt sie meistens nicht. Und einer der Situationen, die ich unvergessen, ich war auf einer kirchlichen Veranstaltung und jemand, der jetzt nicht ein Freund meines Vaters, sondern der nur wusste, dass es meinen Vater gibt. Ich wusste, er war der Sohn von Dieter Schmiel. Kam auf mich zu und sagte, ey Rolf, du siehst so bedrückt aus. Was ist denn los? Du bist sonst immer so ein fröhlicher Kerl. Irgendwas stimmt doch nicht.
dann habe ich ihm davon erzählt und dann hat er gesagt, pass auf, tu mir bitte einen Gefallen, du wirkst so bedrückt, tu dir bitte nichts an. Wenn es nur um Geld geht, ich helfe dir gerne. Und der Typ war ein erfolgreicher Unternehmer, der mich nicht kannte und einfach dann sagte, wenn es nur um Geld geht, ich bin gern für dich da, ich rette dich im Notfall. Wie ein Engel, ne? So. Ja, das war wirklich wie ein Engel in dem Moment. Und dieses Wissen zu haben, dass ich im Notfall zu diesem Harald hingehen könnte und sagen können, hilf, ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe, hat dann so eine innere Befreiung geschaffen. Das war das eine. Und das zweite, und das war wirklich so ein Turnaround, wenn man es spirituell erklären will, der Energien, als ich nicht mehr wütend aufs Finanzamt war. Also lange Zeit war ich wütend auf den Prüfer und aufs deutsche Steuersystem und alle sind scheiße und alle sind schuld. Nur einer nicht, ich. So. Also die Verantwortung wirklich zu übernehmen. Ne? Und dann, als ich dann auch die innere Haltung hatte, ich bin dankbar gewesen, dass die zu dem Zeitpunkt geprüft haben. Hätten die 2 Jahre später geprüft, wäre das Vergehen juristisch relevant gewesen. Der ist also aus dieser Opferhaltung rauszugehen. Richtig. Ne? Also nicht, also auch, aber auch sozusagen denen, die ich vorher beschimpft habe, zu sagen, Gott sei Dank gab es diese Situation, denn 2 Jahre später ich diese gleichen fehlende Souveränität und Professionalität im Umgang mit Finanzen gehabt hätte, hätte das zu einer Bewährungsstrafe oder Schlimmerem führen können. Ist das etwas, wie du Menschen auch psychologisch berätst, dass wenn irgendwas im Leben passiert, das auch mal von unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten? Also jetzt die ganz Spirituellen würden ja jetzt sagen, das Universum will dir was sagen damit, aber mal den Blickwinkel zu drehen, was heißt das jetzt gerade? Also für mich ist immer das wichtigste Konzept im Leben, um Erfüllung zu finden und Erfolg, ist Verantwortung zu übernehmen. Immer dann, wenn Menschen, du beschreibst das mit einem anderen Slogan, aber immer dann, wenn Menschen um mich herum die Situation, die sie gerade erleben, die Verantwortung, sich selber in diese Opferrolle hineinbegeben. Sei es der Staat, die Ausländer, der Nachbar, die Ehefrau und sonst was, rauben wir uns die Chance, Gestalter unseres Lebens zu sein. Und meine Empfehlung ist immer, übernimm die Verantwortung für die Ist-Situation. Und in dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst, entsteht zwar ein Riesenberg, der vielleicht gemeistert werden muss, aber du fühlst dich nicht mehr als Opfer. Und Opfer sind nie Sieger. Ja. So, und Opfer sind nie Sieger, ja. Und deshalb, also aus dieser Perspektive heraus, entsteht eine Energie, die wirklich dann magisch war. Also plötzlich in kürzester Zeit meldete sich plötzlich Audi mit einer Roadshow und 2, 3 Dinge passierten, die dann wieder noch so ein zusätzliches Aufatmen brachten. Dann konnte ich bestimmte Dinge tilgen und bezahlen. Ja, und es war dann teilweise echt hart. Ne? Also ich bin dann vom Jaguar XJ aus meiner großen Wohnung raus, musste ganz viele Dinge verändern, hatte plötzlich gar kein Auto mehr, musste mir ein Auto, einen alten Golf leihen, den ich vorher irgendwo abgestellt habe, letztes Stück mit dem Taxi zu fahren und sonst was alles. Aber, und trug nur noch schwarze Klamotten, weil ich mir viele Sachen nicht mehr richtig leisten konnte und viele andere Sachen mehr. Aber es war eine Zeit, für die ich sagen kann, die haben mich als Charakter geprägt und schaffen heute eine innere Gelassenheit, für die ich mega dankbar bin, die nicht jeden Tag da ist, aber manchmal. Wie lange hat dieses Wiederaufstehen, diese Phase denn gedauert? Viel zu lang. Also, was heißt das? Ja, also ich habe erstmal 5 Jahre wirklich richtig strampeln müssen. Also wenn man sich klar macht, eine Insolvenz hätte 7 Jahre gebraucht. Also 5 Jahre war das Leben ähnlich. Aber eben zu sagen, ich bin niemandem schuldig geblieben, das war mir extrem wichtig. Richtig, ja. Und bis heute habe ich, wenn man so eine Schufa-Auskunft sich mal selber holt, weil man irgendwas leasen muss, eine Top-Bonität, was sehr berühmt ist, weil ich nie in meinem Leben irgendjemanden auch nur 1 Cent schuldig geblieben bin. Und das waren 5 Jahre, die wirklich kämpfen waren. Und dann, dann kam plötzlich... Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du sagst, ich kann jetzt wieder wirklich frei atmen? Weil ich kann mir vorstellen, dieser Druck ist ja die ganze Zeit da. Ich muss ja erstmal irgendwie weiterkommen. Dann kommen wir ja so in dieses Hasseln, was aus meiner Sicht viele ganz junge Leute viel zu früh jetzt machen. Ich muss mit 25 Millionär werden. Ne? Das sehen wir ja im Internet die ganze Zeit. Hast du diesen Moment gehabt, wo du sagst, wow, okay, ich kann jetzt hier wieder durchatmen? Oh, der hat relativ, also das richtig Durchatmen hat relativ lange gebraucht, weil das Leben
kann manchmal sehr besonders sein, um es liebevoll zu formulieren. Weil wenn dann plötzlich die Firma läuft, gab es dann in unserem privaten Umfeld wiederum so belastende Situationen. Also ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, egal was ich mache, irgendwo brennt immer die Hütte. Mhm. Und das hat vielleicht bis vor, ja, ich sag mal so, in der Zeit, ja, tatsächlich erst 2016, 17, als es wirklich beruflich plötzlich lief, lief dann plötzlich so alles. Und das ist, habe ich manchmal so das Gefühl, man muss so diese alte Song von Karat oder Peter Maffay hier im Westen, über 7 Brücken musst du gehen und 7 dunkle Jahre, und die waren echt 7 Jahre. Also nach 5 Jahren war Land in Sicht, aber es waren wirklich 7 Jahre, die ernsthaft schmerzhaft waren. Hm. Hattest du mal dunkle Gedanken zwischendurch? Weil das ist ja auch, viele Leute, die richtig erfolgreich sind, haben, das zieht sich wirklich wie ein roter Faden auch durch diesen Podcast, dass sie durch solche Zeiten durchgehen müssen. Und da kommen ja manchmal auch wirkliche, echte Selbstzweifel hoch, ne? Und will ich das hier überhaupt noch? Und die du dann wiederum, solche Leute hast du ja als Psychologe dann vor dir, vor deinen Augen, damit umzugehen dann, weil da, wie, oder ich stelle die Frage noch anders, wie hätte damals ein Freund mit dir umgehen sollen in dieser Zeit? Was hätte dir geholfen? Also ich glaube, das Entscheidende ist, was einen rettet, ist das, was vorher passiert. Das klingt jetzt doof. Das heißt also, sei auf eine Krise vorbereitet, bevor überhaupt die Krise da ist. Was ich damit meine ist, und tatsächlich durch das, durch ein wirklich festgegründet sein in bestimmten Überzeugungen, eine wirklich ernstzunehmende Liebe sich selbst gegenüber entwickelt zu haben oder auch gleichzeitig eine Liebe seiner Frau, seinem Sohn gegenüber zu haben. Wenn das vorher schon da ist, dann trägt das durch schwere Zeiten. Mhm. Ich glaube, viele verschließen die Augen davor, dass Leben nicht nur Party ist, sondern wirklich sehr belastend sein kann. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die ich frühzeitig als Kind gemacht habe. Mein Vater hat mich teilweise aus Betreuungsgründen, weil es nicht anders möglich war, einfach mitgenommen zu Krankenbesuchen bei schwerkranken Menschen oder hat mich mitgenommen zur Beerdigung, die er gehalten hat. Mhm. Und du bekommst von klein auf dann eine andere Sichtweise aufs Leben. Mhm. Das Leben eben nicht nur Party ist. Mhm. Und als das dann mir passierte, war für mich das klar, das ist ein natürlicher Prozess. Also es ist nicht eine Bestrafung, es ist nicht etwas, sondern es ist ein Teil des Spiels. Hm. Und deshalb kann ich nicht sagen, was müsste ein Freund machen? Also ein Freund muss einfach das machen, was sowieso ein Freund macht. Er da muss sein. Einfach für einen da sein. Aber ich höre raus, der muss halt auch sonst da sein und es kommt da auch. Ja, nicht nur in der Krise und nicht nur beim Feiern, sondern er muss überhaupt da sein. Hm. Und aber für mich war wirklich auch in der Zeit wichtig und hilfreich, dass ich eine Sache hatte, die mir echt Freude macht. Und das ist in unserem Beruf ein echtes Geschenk. Ich liebe meine Arbeit. Hm. Also es gibt ein, zwei Sachen, die noch geiler sind. Ohne Frage. Es gibt kaum etwas, was so viel Spaß macht, wie meinen Job zu machen. Hm. Also sei es Fernsehen oder sei es live. Hm. Wenn du kennst das ja selber, wenn du vor 1000 Leuten stehst und die haben wirklich Bock darauf, das zu hören, was du erzählst. Ja. Das macht super Spaß, ja. Gleichzeitig finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast, ne, weil das sage ich oft vielen jungen Leuten, die auch auf unseren großen Seminaren sind, dass Erfolg eben zu Hause beginnt und genau dich vorbereitet auf Situationen, wenn vielleicht dein Mercedes dann nicht mehr da ist, ne? Und deshalb halte ich auch dieses Dauerdurcharbeiten in jungen Jahren, nur hustlen und nur sich auf materielle Dinge zu konzentrieren, für sehr, sehr, sehr gefährlich, und wahrscheinlich ist es eine Phase, die jemand anscheinend durchmachen muss im Leben, bis er dahin kommt zu sagen, ja, da gibt es vielleicht noch mehr im Leben, ne? Ja, also ich glaube, ich habe ja mal, schon mehr länger her, das Buch Senkrechtstarter wirklich geschrieben. Mhm. Und da schauen wir uns ja unterschiedliche Systeme und Wege an. Und man muss auch tatsächlich feststellen, es gibt Menschen, die werden damit wirtschaftlich erfolgreich, weil sie zu Psychopathen des Erfolges werden. Also ja, der ist zwar der wirtschaftliche Erfolg da, der dann aber wiederum in ein, ich muss mir dafür Bestätigung und alles andere kaufen, weil die innerlich einfach komplett leer sind. Also volles Portemonnaie, leeres Herz, kann man da häufig sagen. Mhm. Und wenn ich in meinem Leben entscheiden muss, ich liebe ein
guten Wohlstand. Mhm. Aber wenn ich heute jetzt mit der Lebenserfahrung jetzt irgendwann demnächst ein paar Jahren auf die 50 zugehend sagen kann, dann würde ich sagen, wenn du investierst mindestens genauso viel Zeit in stabile Beziehungen. Mhm. Weil egal wie die Digitalisierung vorangeht, wir bleiben emotionale Wesen. Wir brauchen andere, die uns in den Arm nehmen, die unsere Tränen trocknen, die zuhören, mit denen wir kuscheln können. Wenn das nicht da ist, wird es schwierig. Mhm. Und ich kenne das von Kollegen, jetzt nicht Speaker-Kollegen, sondern aus dem Fernsehen oder sonst was. Du kannst dir, so gut es klingt, du kannst dir keine Liebe kaufen. Du kannst dir Anerkennung erarbeiten, aber das Model, das mit dir abends auf der Couch sitzt, für das du 800 Euro an dem Abend bezahlt hast, gibt dir nicht das gleiche Gefühl wie eine liebende Gattin oder ein glückliches Kind an deiner Seite. Das ist dann wahrscheinlich diese Begriffsdefinition Spaß und Glück, ne? Auch das mal voneinander abzugrenzen. Das eine ist Spaß. Und das andere ist halt ein Glücksgefühl, ne? Und ich erlebe natürlich, oder es wird uns natürlich auch gesellschaftlich vorgelebt, ne? Schön in den Club gehen, Alkohol trinken, das Wochenende durchfeiern. Das gibt Spaß, aber das ist eben nicht Glück, ne? Das ist der Also ich würde da, also bei uns zu Hause hieß das noch etwas intensiver. Es wurde immer zwischen Freude und Spaß unterschieden. Das eine war so Spaß, das andere ist Freude. Ich glaube einfach, also gerade wenn man jung ist, soll man auch Spaß haben. Klar, also sowieso, natürlich. Ja. Gas geben darf auch mal sein, nur man darf beides nicht miteinander verwechseln. Genau, ja, das meinte ich damit. Ne? Und diese klassische Frage, einfach wirklich mal in sein Telefon zu gucken, wen kann ich anrufen, wenn es mir wirklich schlecht geht? Mhm. Wer ist wirklich für mich da? Das ist, klingt total trivial, aber das wirklich mal durchzuchecken und es auch mal auszuprobieren. Das kann ich einfach auch mal empfehlen. Wie bist du nach deiner Phase damit umgegangen, mit sozialen Kontakten? Bist du vorsichtiger geworden? Mich hat ja keiner verarscht. Also ich habe ja nur mich selbst verarscht. Nee, das habe ich verstanden, aber es haben ja nicht alle zu dir gestanden. Bitte nochmal? Es haben ja nicht alle zu dir gestanden, von denen du dachtest, die kommen jetzt helfen. Also ich kann das, also auch dort kann ich sagen, ich habe so eine, ich habe den vergeben. Also es ist für mich so, wenn Leute halt dann nur auf der einen, nur da waren, wenn sie halt nur Spaß hatten mit mir und dann nicht mehr, hey, come on. Mhm. Vielleicht habe ich auch, weil das Entscheidende ist, wenn man sich selber mit sich selbst intensiv beschäftigt, wird einem klar, welchen großen, Entschuldigung, wie ich das so formuliere, Arschlochanteil man in sich selber hat. Und ich habe mich in so vielen Lebenssituationen so schlecht benommen. Obwohl ich christlich geprägt bin, obwohl ich Psychologe bin, obwohl ich es besser wissen müsste, war ich nicht immer fair zu meiner Frau, war ich nicht immer verständnisvoll meinem Sohn gegenüber und habe mich auch im Alltag oft nicht so benommen, wie man es von mir erwarten darf. Mhm. Und deshalb habe ich für denjenigen, der auch mir gegenüber sich nicht von seiner besten Seite zeigt, sage ich, okay, bist trotzdem willkommen. Mhm. Und ich trage dir das nicht nach. Und weil ich mir auch immer wünsche, dass mir Leute nichts nachtragen, weil mindestens ich einmal pro Woche jemand auf die Füße trete, immer noch, manchmal ungewollt, aber ja. Wir müssen da großherziger sein. Wir hatten vorhin schon kurz von dem Buch geschrieben, wie ist es noch? Fuck it. Ja, genau, Fuck it. Ich war gerade eine Woche im Kloster in Thailand und was ich da immer wieder erlebt habe, es kommt ja immer wieder auf das gleiche Thema. Der Buddhismus ist ja gar nicht so schwierig zu verstehen. Ne? Es geht um Vergebung und dass etwas anderes dich auch gar nicht glücklich machen kann, ja. Sondern eben wir uns selbst. Ne? Und ich erlebe gerade eine große Revolution auch, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, von jungen Leuten, die eben sich auch aufmachen jetzt gerade. Ne? Wir sehen das jetzt gerade mit Greta aus Schweden. Das ist eine einmalige Chance für die Gesellschaft, auch in einem Gemeinschaftsgefühl wirklich was zu verändern. Ne? Wie erlebst du solche Prozesse als Psychologe? Die Frage habe ich mir vorher noch aufgeschrieben. Dass Menschen zu einer großen Gruppe das ist ja wie bei den Hippies früher, diesmal nur anders, die bestimmte Dinge nicht mehr akzeptieren. Da kriegt er schon einen Hustenanfall bei der Frage. Ja, das ist symptomatisch, nein. Entschuldigung. Ich hoffe, das kann man rausschneiden. Ja, kann man. Also. Aber nicht. So läuft es. Wir sind ja nicht Standard 1. Liebe Grüße an die Lufthansa. Also ich feiere das. Und Eurowings. Und Eurowings, ja, und wem auch immer dazugehört. Also ich feiere das innerlich sehr, dass es das gibt, dass diese Aufbruchstimmung da ist. Ich finde das großartig, ich finde es so lange großartig, solange die im Aufbruch sind,
nicht zum moralisierenden und von oben herab richtenden denen gegenüber werden, die eine andere Perspektive haben. Mhm. Also ich erlebe das gerade in ganz vielen Diskussionen, sei es auch um gesellschaftlich herausfordernde Themen wie Asylpolitik, Ausländerpolitik. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu beschimpfen. Das heißt, diejenigen, die vielleicht den richtigen Blick auf die Klimaveränderungen haben, die sagen, wir müssen Dinge anders machen, sollten trotzdem nicht mehr auf den Finger mit jemand zeigen, der noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, sondern ihn liebevoll mitnehmen, Verständnis für ihn haben. Und das auch in anderen Dingen. Jetzt kann man sagen, ich kann kein Verständnis für Nazis haben. Kann ich nachvollziehen. Aber wir müssen dazu beitragen, jeder von uns, dass es keine Spaltung in unserer Gesellschaft gibt. Das ist die Sorge, die ich gerade habe, dass wir unterschiedliche Trends haben und nur noch so weniges Vereinendes. Mhm. Und da würde ich mir von beiden Seiten mehr wünschen, egal auf welcher Seite man unterwegs ist, würde ich zu so mehr Mut zur Menschlichkeit, den Menschen in dem anderen noch zu erkennen und nicht selber immer zu glauben, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und darf über den anderen urteilen. Dieses Verurteilen, wird, ne? Ja. Na, dieses Verurteilen anderer führt zu einer gesellschaftlichen Entwicklung, die mir Angst macht. Ich freue mich über jeden, der sich sozial und gesellschaftlich und umwelttechnisch engagiert. Ich habe aber immer Sorge dafür, dass das zu so einer Besserwisserhaltung wird, die dann wiederum Vereinendes trennt. Verstanden. Dass es auch nicht dann so eine Abgrenzung wird, wir und die, ne? Genau, ja. Also wir können nur gemeinsam den Planeten retten. Mhm. Wir können nur gemeinsam Deutschland stark machen. Wir können nur gemeinsam in einer Partnerschaft Gutes bewirken. Wir können nur gemeinsam in einer Branche die richtigen Akzente setzen. Mhm. Es gibt bestimmt Dinge, die dir, an mir, an meiner Arbeit, wo du denkst, boah, der Rolf. Und es gibt auch Dinge, wo ich denke, puh, der Tobi. So, aber da muss ja man ja nicht auf das nur das Trend achten, sondern gucken, was können wir gemeinsam Gutes gestalten. Also ich fand dich mal total nett, bis auf den Punkt, als du mich im Podium von der Seite attackiert hast und hinterher hast du zu mir gesagt, du brauchst mehr Fernseherfahrung, das funktioniert so im Geschäft. Das habe ich der Rita zu Hause erzählt, da habe ich gedacht, das ist ein ganz geiler Typ, der weiß, wie das Geschäft funktioniert. Ja, das ist ja auch so, auch bei, also ist, da haben wir ja was gemeinsam, wir haben ja eine große Leidenschaft für das, was wir tun. Wir können drüber lachen, ja. Das ist ja, und ja, wir können hinterher noch drüber lachen, und aber trotzdem hat es dann Monate, Jahre gedauert, bis du dich bei mir zum Podcast gemeldet hast. Jahre, das stimmt nicht, Jahre. Aber nein, weil also ich finde immer, das ist so, dass das Entscheidende ist, also ich komme ja Kind des Ruhrgebiets und ich habe früh Fußball gespielt und wir haben ja noch auf Asche gespielt. Mhm. Und es gibt eine Sache, die ich großartig fand. Wir haben uns auf dem Platz wirklich bekämpft. Also wir haben wirklich hart Fußball gespielt und ich habe regelmäßig Aschestückchen aus meiner Haut rausgekratzt. Mhm. Aber wenn Abpfiff war, dann war das Ding durch. Dann war auch der Gegner kein Hassobjekt oder sonst was. Da hat man geduscht, zusammen Bier getrunken, die Welt war wieder gut. Mhm. Und das finde ich teilweise so schwierig, dass diese Stimmung von, wenn wir miteinander was machen oder dass man hart im Kampf ist, aber danach wirklich wieder wohlwollend gegeneinander oder miteinander, das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube, da können wir das ist ja was mir total neu war. Ich bin ja in dieser Speaker-Welt erst so seit 3 Jahren. Ich war ja vorher 15 Jahre Trainer. Und als Trainer bist du eigentlich, da bist du egal, ob du jetzt bei Bertelsmann bist oder bei Vapiano, da gibt es dann 10 andere noch, aber plötzlich, wenn du dann in diese Speaker-Welt kommst, da habe ich ja gedacht, das ist alles eine verschworene Gemeinschaft, die haben sich alle lieb. Das war jetzt auch nicht dann so, wo ich gedacht habe, meine Herren, herrscht hier ein Ton auch übereinander. Weil ich glaube, gerade wenn Leute über Persönlichkeitsentwicklung reden, dann sollten wir das ja auch hinter der Bühne genauso machen wie auf der Bühne. War das was dich auch überrascht hat? Ach ja, also auch wie du merkst irgendwie, das ist, ich versuche wirklich sowas, da versuche ich wirklich loszulassen. Es gibt ganz, ganz, also von einer Person auch eine ganz bittere Erfahrung, die ich mit ihr geteilt habe, wo man merkt, dass jemand versucht, hinterm Rücken einen vor anderen wirklich schlecht zu machen, basierend auf vertraulichen Informationen, die man jemandem gegeben hat. Mhm. Und das tut weh. Klar. Aber deshalb, nur weil sie so komisch war, bist du nicht komisch. Es gibt für mich keine Sippenhaft. Und ich habe eher ein positives Erlebnis in anderen Fällen gehabt, meinetwegen auch auf der Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, wo ich Leute hinter der Bühne kennengelernt habe, die ich teilweise auf der Bühne eher
fragwürdig fand und dann die menschliche Qualität entdeckt habe. Und das ist so eine Sache, die ich mir, das Wort menschlich kommt halt häufig durch, dass wir uns mehr als Mensch begegnen und wirklich auch Zeit füreinander lassen. Und plötzlich entsteht aus diesem Wunsch von wirklich was gemeinsam Schönes zu machen, wirklich echte Chancen und nicht nur dieses, ich glaube, das ist zu 90er, dieses Ellenbogen raus und Vollgas. Heute kannst du dir, solltest du es nicht machen und du kannst es dir auch nicht mehr erlauben, weil du durch die sozialen Medien so transparent geworden bist, dass es hochgradig fragwürdig ist, wenn man in so einem egozentrischen Konzept sein Business gestaltet. Ja, und auch gefährlich. Ne? Davon lebt ja auch dieser Bewohnerfrei-Podcast hier. Wir haben ja mittlerweile 7 Millionen, jetzt wo wir gerade aufnehmen, 7 Millionen Downloads. Und ich glaube, das ist nicht Tobi Beck, sondern das ist ein Raum geben für andere Dinge, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu erzählen und dass sich jeder, der zuhört, seine Puzzlestückchen da rausnimmt, ne? ohne andauernd zu denken, ja, das ist jetzt der Beste, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, was kommt bei dem an, der hier zuhört. Ne? Also genau, und dann habe ich noch eine finale, mir wichtige Botschaft ist, was ich mir in unserer Szene wirklich wünsche, also ob mir oder bei dir, die Leute sollen aufhören, andere zu kopieren. Also es war lange Zeit mein Riesenfehler, dass ich immer nur geguckt habe, wie machen das Amerikaner, wie macht das der und der und dann plötzlich in einer völlig anderen Art auf der Bühne gesprochen habe, als ich sonst spreche. Bis dann irgendjemand mich mal fragte nach dem Vortrag, sag mal, Rolf, wenn du auf die Bühne gehst, warum sprechen andere Stimmen aus dir? Weil ich tatsächlich überhaupt nicht den Mut hatte, bei mir selbst zu bleiben. Und ich glaube einfach, das möchte ich jeden zu ermutigen, zu gucken, welche echte Story steckt in dir drin, die wirklich bemerkenswert ist, die besonders ist und die ich gerne hören möchte. Ja. Ich möchte da ein Beispiel geben. Ich hatte jemanden, habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung und war ein junger Mann, beeindruckender junger Mann, der jetzt auf die Bühne als Motivationsexperte gehen wollte. Mhm. Und dann wollte ich ja wissen, was ist denn so dein Nachweis von dem, dass du selbst erfolgreich bist? Und da war halt nichts. So. Und man sagt ja mit der Story, dass du das Studium abgebrochen hast, selber pleite immer noch bist, das reicht nicht aus, um als Speaker wirklich zu punkten. Und dann haben wir uns lange unterhalten und dann, ja, aber es gibt viele, die es versuchen gerade mit dieser Nummer. Und dann habe ich fest, hat er mir erzählt, dass er früher mit 18, 19 in der Frankfurter Rap-Szene war, da erfolgreich war, in den Drogensumpf geraten ist, total abgestürzt ist und dann mit 23, also 2, 3 Jahre vorher, sich komplett wieder clean ist und seitdem clean lebt und sich von der ganzen Szene befreit hat und einen Neuanfang hat. Das ist interessant. Erzähl das. Sagt er, nee, das kann ich nicht machen wegen meiner Mutter. Ich sagte, er sagt, weil es peinlich wäre für seine Familie, dass er das durchlebt hat. Ich sage, wenn deine Mutter dich so vor deinem persönlichen Erfolg abhält, bist du eh noch nicht weit genug. Mhm. Oder ich habe letztens in einer Veranstaltung erlebt, hat jemand ganz viel Interessantes erzählt, hat dann im Nebensatz erzählt, dass er an dem Tag, am 11. September in New York war, wo die Wolkenkratzer, die Flieger reingestoßen sind und hat kurz erzählt, in so 3 Nebensätzen, was es mit ihr gemacht hat. Die Story hätte ich viel lieber gehört als ihr Beitrag über das Growth Mindset. Spannendes Thema. Kann aber auch jeder andere erzählen. Aber zu erleben, was ein Trauma mit einem macht, was jeder von uns kennt und teilt, und ich kannte vorher keinen, der das erlebt hat. Das hätte mich interessiert. Ja. Und es braucht aber auch, können wir unter Männern sagen, Eier. Ne? Also ich habe 15 Jahre gebraucht, um das erste Mal meine Sektengeschichte auf der Bühne zu erzählen, weil ich mich dafür geschämt habe und weil ich gedacht habe, was macht das mit denen, wenn ich denen erzähle, mal wirklich angebunden gewesen zu sein mit diesen Stunden mit mir. Ja. Ich habe da Angst vor gehabt und da war, um ehrlich zu sein, mein Tiermodell mit Eulen, Delfinen, Walen, Haien, das war lustiger und einfacher. Das große Feedback kam allerdings erst, nachdem ich diese Dinge geteilt habe. Ne? Also das ist, ich verstehe. Und seitdem schätze ich dich übrigens auch erst. Also die Tiere sind ja lustig. Ne? Aber du bist für mich deshalb erst ein bemerkenswerter Speaker und eine beeindruckende Persönlichkeit geworden, indem du uns deine Tiefen, deine Abgründe, auch das Unzureichende, all das mit uns wirklich teilst. Und dann merkt man, das hat eine Sogkraft. Mhm. Und ich glaube einfach, in ganz vielen stecken solche großartigen Geschichten und da mal den Mut haben, hinzugucken. Mhm. Also, letztes Beispiel dafür, weil mich macht das so wütend. Mhm. Ich war letztens wieder auf einer Veranstaltung, ist ein Typ nach vorne gekommen, der hat über Change reden sollen. Mhm.
Und er hat eine Change-Geschichte, die Wahnsinn ist. Er war früher eine Frau und ist heute ein Mann, also ein Transmann, und hat als Frau, ist ja sehr erfolgreich als Sportler gewesen. Und sollte über Change reden. Und ich habe gesagt, wow, was für eine geile Story. Wer kann besser über Change reden, als wenn jemand von Frau zum Mann geworden ist? Wie funktioniert Veränderung? Wenn nicht du, wer dann? Ja. Dann steht er auf der Bühne und erzählt mir Geschichten von Schulz von Thun über kommunikationstheoretische Ansätze im Change-Prozess. Siehst du, da drehe ich durch. Und es gibt ganz viele, glaube ich, die auch Fans von dir, wo ich wirklich sage, guckt mal hin, was hast du in deinem Leben als Schicksalsmomente gehabt, die wirklich bemerkenswert sind. Und wie bist du da rausgekommen? Wie bist du damit umgegangen? Was war deine Strategie? Was ist deine Story? Weil das ist das, wenn ich Leuten auf der Bühne zuhören möchte, ist, will wissen, was hast du erreicht? Wer bist du, ne? Ne? Und ich erzähle mir nicht von Steve Jobs, was der erreicht hat. Das kann ich selber lesen. Ja, ja, genau. Und wir sind auch keine Amerikaner. Ne? Was hier ja nicht so gut zielt, ist, ja, guck mal, diese Frau, die da an der Uni in Oklahoma, diese Dinge, das funktioniert bei uns auch nicht so gut, sondern Menschen wollen Wahrhaftigkeit. Ne? Ja, es ist ich bin mittlerweile da wirklich so innerer Buzzerdrücker. Wenn jemand mir, also wenn bestimmte Worte in einem Vortrag drin vorkommen, da schalte ich automatisch ab. Weil das kann ich woanders selber mir besser holen. Weil ich will von dem lernen, was du erfahren hast, damit ihr mir diese Erfahrung vielleicht im besten Fall erspart bleiben. Ja, das ist ein toller Abschluss. Ja. Was, wenn jetzt Menschen sagen, von dem Rolf, da würde ich jetzt gerne mehr erfahren, was ist so dein Lieblingseinfallstor, was Social Media angeht oder deine... Also gerne auf Instagram vorbeischauen, weil das ist das Einzige, wo ich wirklich aktiv bin. Und es gibt natürlich auch eine Homepage, wo man reinschauen kann, wo es unterschiedliche Angebote gibt. Bietest du Coachings an auch? Oder? Jetzt klingt es sehr, sehr arrogant. Ich mache nur noch Celebrity-Coachings. Ist tatsächlich so. Ich unterstütze viele prominente Kolleginnen und Kollegen mittlerweile. Das ist ein schöner Aufkleber. Und was ich immer noch mache, ist, und das mache ich auch mit vielen Prominenten, die jetzt auch alle gerade Speaker werden wollen, es ist Menschen dabei zu unterstützen, ihre Story zu finden. Das ist dann wirklich im 1:1, das ist kein billiges Vergnügen. Das ist das mit einer individuellen Geschichte, was ich mache. Was ich gar nicht mache, ist therapeutische Arbeit mehr. Okay. Dafür ist aufgrund meines Konzepts von 80 Arbeitstagen, ist dafür kein Raum. Also wenn jemand sagt, ey, das war cool, ich möchte gerne mit ihm über meine persönlichen Lebensherausforderungen sprechen, muss ich leider enttäuschen. Dafür gibt es leider kein Zeitfenster mehr. Gibt es kein Foto für dich. ganz kurz am Ende noch kurze Frage, kurze Antwort. Kurze Antwort ist schwierig. das kriegst du hin. Alles andere machen wir unten in die Shownotes rein. Deine Webseite und Ähnliches. Okay. Geld ist? Wichtig. Persönlich wachse ich, indem ich spazieren gehe. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Gott ist die Liebe. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren. Viel erleben. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht unter dem Begriff deutschsprachiger Raum. Das ist meine Herausforderung. Deutschland, Österreich, Schweiz, also so unser Kultur, also da, wo wir jetzt wohnen und zu Hause sind. Du kannst auch Europa nehmen von mir aus. Also da in deiner Rolf Schmiel Glaskugel, wie sieht die aus? Also es gibt einen wunderschönen Satz von Jim Rohn dazu. Alles bleibt so, wie es ist und manches ändert sich. Also ich glaube einfach, die Grundfragen des Lebens bleiben bestehen und es wird sich aber alles wird jetzt habe ich die Antwort. Alles wird sich polarisieren und zuspitzen. Das heißt, wir werden eine weitere verstärkte Emotionalisierung unserer Gesellschaft erleben. Amerikanische Verhältnisse nehmen mehr Raum ein. Okay. Ja, ich lasse es einfach mal so, soll ja kurze Antwort sein. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Das Pantheon in Rom ist für mich der Kraftort per se. Also ich war da noch letzte Woche, da ist eine Energie in diesem 2000 Jahre alten Tempel. Das können nicht 1000 Touristen kaputt machen, die drum rumlaufen. Das ist für mich, wenn von oben durch dieses Loch die Sonne durchbricht, das ist... dem Göttlichen so nahe zu sein wie an keinem anderen Stelle. Gänsehautmoment, ja? Absolut. Und ganz am Ende darfst du dir noch eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77 und dann kommt noch irgendein Thema für unsere letzten 2 Minuten. 69. Hatten wir noch nicht. 69.
Meine Frau, Schrägstrich mein Mann, also in deinem Fall deine Frau, würde über mich sagen, dass... Oh, eitel und anstrengend. Das ist sehr reflektiert. Mit was bist du eitel? Mit was bist du? Nein, also ich glaube, was schön ist, was man fragt, wir waren selten glücklich, aber es war niemals langweilig. Das beschreibt, glaube ich, die Beziehung sehr. Okay, aber mit was bist du eitel? Mit was? Was war das zweite Problem? Anstrengend. Eitel und anstrengend. Mhm. Also anstrengend bin ich einfach, weil ich mich mit nichts, also ich bin jemand, der zwar sehr dankbar ist, aber relativ wenig so selbstzufrieden ist und auch einfach Entwicklung ist für mich nur ein Aufkleber auf meiner Homepage, sondern es ist mir selber wichtig zu gucken, wie kommen wir weiter. Ich bin jetzt seit 23 Jahren mit meiner Frau zusammen und ein Geheimnis ist, so viele Tiefen und Rückschläge durchlaufen zu haben, indem man immer wieder guckt, wie kommen wir einen Schritt weiter. Mhm. Und manchmal muss man zwei zurückgehen, um dann wieder drei nach vorne gehen zu können. Aber deshalb ist es ist anstrengend. Es ist nicht mit mir zu leben, ist nicht Ponyhof. Okay. Das heißt, für andere kann das auch anstrengend sein, dass du da immer weiter willst und einfach den Status quo nicht so nimmst, ja? Ja. Nein, also man muss sich in seinem Leben einfach entscheiden. Es gibt so die Handlungs- und Lageorientierung. Also manche Menschen suchen nach Sicherheit und alles soll gleich bleiben. Mhm. Das ist sehr wertvoll und nachvollziehbar. Und es gibt andere, sind halt Abenteurer und haben so eine Spielermentalität. Hm. Und mir geht es einfach darum zu gucken, ey, was geht noch? Hm. Früher die in der Höhle, die das ausgemalt haben und die draußen die Mammuts gejagt haben. Ja, und aber jetzt könnte man natürlich sagen, was hat länger gehalten, die Höhlenmalerei oder aber die anderen haben halt das Rad erfunden. Und ich glaube einfach, beides braucht es und auch da auch ein Herz für den, der die Höhle bemalt. Ja. Aber ich bin halt der, der eher dann umherzieht. Ja. Und das ist ein toller Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, seid so lieb, gebt uns ein Feedback bei iTunes oder macht einen Screenshot, wenn du einen Satz teilen möchtest hier raus. Und wenn du es bei Spotify hörst oder Deezer, auch dort, gib uns gerne dein Feedback. Es war sehr, sehr schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe und danke nochmal an Rolf Schmiel, dem Psychologen, dem die Fernsehsender vertrauen. Bis dann, Tobi. Tschüss.